Aufstiegskampf in der B-Junioren-Bezirksliga. Der Tabellenvierte, die U16 des BFC Preußen, empfängt mit der U17 von Chemie Adlershof den Tabellenzweiten zum Topspiel. Mit einem Heimsieg könnte Preußen auf einen Zähler an Adlershof heranrücken. Andersherum haben die Gäste die Möglichkeit, sich auf Platz 2 abzusetzen, sowie Tabellenführer Berlin ordentlich Druck zu machen. Damit rein in diese Partie, Gastgeber Preußen in den weißen Trikots von rechts nach links in Halbzeit 1. Und Preußen zeigt sich direkt offensiv. David Hein mit einem schönen Steilpass in die Tiefe und nach nicht einmal 5 Minuten führt der Gastgeber. Felix Weglöner bringt den BFC mit der ersten richtigen Offensivaktion des Spiels in Führung. Entscheidend ist dabei der Steilpass von Hein. Weglöner steht dann richtig und staubt ab. Etwas mehr als eine Viertelstunde später gibt es Freistoß für die Gäste. Preußen kann den Ball nicht richtig klären und da ist Jakob Dörre zur Stelle. Der Ausgleich für Chemie nach 23 Minuten. Die Flanke kommt sehr hoch in den Strafraum. Der BFC bekommt den Ball nicht weg und Dörre spitzelt den Ball ins Tor. Die Gäste haben die letzten 3 Spiele allesamt gewonnen und wollen diese Serie heute fortsetzen. Doch erst einmal kommt wieder Preußen. Der nächste feine Schnittstellenpass und Philipp Kühn bleibt vor dem Tor eiskalt. Die erneute Führung für den BFC, nur 2 Minuten nach dem Ausgleich. Preußen stellt mit jetzt 57 Saisontoren die beste Offensive der Liga und begegnet den Gästen gnadenlos effektiv. Für den Gastgeber geht es weiter nur in eine Richtung. Fehler in Chemies Abwehr und Kai Dennis Schmidt sagt Danke! Das 3:1 für Preußen, diesmal begünstigt durch einen groben Schnitzer in der Defensive von Adlershof. Eingeleitet wird dieser Treffer wieder durch einen Ball in die Tiefe und Schmidt hat vor dem Tor keine Probleme mehr. Der Gastgeber spielt sich jetzt regelrecht in einen Rausch. Das ist Hein und das ist das 4:1. Der dritte Treffer für Preußen binnen 10 Minuten. David Hein, der das 1:0 schon vorbereitet hatte, trifft nun selbst, der Keeper erneut ohne Chance. Nach der Pause schöpft Adlershof neuen Mut und Niklas Stölzer bringt Chemie mit einem feinen Schuss wieder zurück. Nicht einmal 60 Sekunden läuft die zweite Halbzeit und schon liegt der Ball wieder im Netz. Von Chemie muss jetzt aber auch mehr kommen, soll Tabellenplatz 2 verteidigt werden. Doch zunächst wieder der BFC, Nicolas Kral mit ordentlich Freiraum an der Strafraumkante und ihn nutzt er optimal. Der Stimmungskiller für die Gäste nur 3 Minuten nach dem 2:4. Wie man gleich in der Wiederholung sehen kann, visiert Kral das lange Eck an und trifft dann mit einem präzisen Aufsetzer. Während bei Adlershof gerade nichts zusammenpasst, klappt bei den Gastgebern so ziemlich alles. Diagonalball quer durch die 16er und Kühn schiebt ein. Das 6:2 ist die Vorentscheidung in diesem Spiel. Dem Gastgeber wird es jetzt aber auch viel zu leicht gemacht. Dennoch gibt sich der Tabellenzweite nicht auf und kommt noch zu einer Chance. Am langen Pfosten taucht Levering auf und trifft zum dritten Mal für die Gäste. Aber auch wenn Chemie hier nochmal auf 3 Tore herankommt, ist Preußen heute das klar bessere Team und dieser Treffer ist nur noch Ergebnis Kosmetik. Bei der nächsten Szene stehen uns leider nur Bilder der Hintertorkamera zur Verfügung. Es ist aber auch mal interessant, das Ganze aus der Sicht des Torwarts zu erleben. Nach einem Steilpass startet Marco Fischer in den Strafraum, zieht in die Mitte und trifft ins lange Eck. 9 Minuten vor dem Ende erhöht der BFC auf 7:3 und der Frust ist Chemie jetzt deutlich anzumerken. Es ist mittlerweile ein Debakel für die Gäste und noch ist ja sogar etwas Zeit auf der Uhr für Preußen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu treiben. Und nur eine Minute später rollt der Angriffszug der Gastgeber tatsächlich schon wieder an. Der lange Ball landet rechts im Strafraum, Chemie kommt nicht richtig in die Zweikämpfe und in der Mitte kümmert sich gar keiner mehr um Marco Fischer. Der Joker wurde erst 12 Minuten vorher eingewechselt und ist zum zweiten Mal erfolgreich. Adlershof hat sich nun aber auch aufgegeben. Niemand scheint sich ernsthaft gegen den 8. Treffer von Preußen zu stemmen. Danach beendet Schiedsrichter Klebo diese Partie. Chemie bleiben weitere Gegentore erspart.
Preußen gewinnt dieses Topspiel dank einer tollen Offensivleistung hochverdient mit 8:3 und ist in der Tabelle nur noch einen Zähler von Platz 2 entfernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.